Hallöchen, grüß Gott, moin moin und servus zu, ich wollte gerade sagen, Enshrouded, im dritten Part. Und mit einer wunderschönen Rundumansicht begrüße ich auch hiermit wieder die immer sportlich aktive und Innenarchitektin Binat, grüß dich. Hallo Strumpfi, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, los geht's. So, war schön, Rundumflug war toll. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns ein bisschen aufrüsten. Aber dann müssen wir uns halt auch die Gegenden anschauen, weil ich glaube, wir müssen neue Sachen finden, um neue Rezepte zu bekommen, oder? Hoch. Da drin waren wir schon. Gab's da sonst nichts? Was kann man das rein? Feuer nur einmal benutzen? Welches? Das Lagerfeuer? Ja. Ja, ja, dann kriegst du nur noch Tee oder sowas. Ach so. Das habe ich auch gesehen, ja, ja. Einen Tag, glaube ich, brennt es, also so kam es mir vor. Ich schau mal bei der Glutwacht nochmal rein. Ob da irgendwas ist. Ich baue jetzt für den Strumpf noch ein Bett. Das Licht von der Glutwacht geht da oben hin. Ich gehe mal auch da oben. Ich weiß nicht, was ich da mache, aber ich kann da irgendwas triggern, glaube ich. Nee. Hä? Was? Hä? Was jetzt? Hä? Ach, Pflanzenfasern. Nochmal bitte. Was denn? Nein, das Licht hier. Was jetzt? Oh Gott! Riesenratten! Jetzt habe ich Verband angelegt, ich Depp. Schön war's mit dir. Oh, sag mal! Gegner getötet. Okay. Ich hab Fell und rohes Fleisch. Achso, ich wollte Garn herstellen. Ach Gott, ich bin schon ganz durcheinander jetzt. Hier. Hey, das ist nicht so ein wie heißt das, wo man eine Butter macht? Butterpresse, Buttertopf, keine Ahnung. Stampfe? Butterstampfer, ja, so irgendwas sowas in der Art. Was ist denn das für einer? Eine Hand muss weg. Das hört sich ein bisschen hart an, aber okay. Oh, das ist eine Badewanne. Das ist doch dieses Kinderlied, oder? Man hat dieses Butterstampfer, eine Hand muss weg. Ist es nicht? Nein. Aber ich war noch nie bei der internationalen Musikindustrie stark involviert, deswegen. Hat immer meine Oma. Achso. Ich dachte gerade, das war ein Song von Justin Timberlake. Was ist hier? Ey, lauter Tote, was ist denn hier passiert? So, jetzt haben wir zwei Betten. Sehr schön. Ich habe eine Tür geöffnet. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, der hat gemalt und ist dann gestorben, oder was? So, jetzt schauen wir mal, wo der Strumpf sich rumtreibt. Oh, ein schönes Bild an der Wand. Warte mal, ich lese gleich, wenn du herkommst, lese ich mal kurz. Ja, warte, ich muss dich erst finden. Oh Gott, jetzt wird's. Verlass mich nicht. Yes, Minai, ist es wahr? Die Erbauer haben dich angerufen, zurückzubleiben, während der Rest von uns ruht. Wirst du da sein, wenn ich erwache? Bitte, du darfst nicht von meiner Seite weichen. Du bist mein Ein und Alles. Warum muss ich alles ändern? Ich vermisse die alten Zeiten, als wir zusammen reisten, Seite an Seite. Du hast mich neben dir verweilen lassen, du hast meine Hand gehalten und jetzt? Wozu diese Geheimniskrämerei? Ich dachte, du könntest dich mir anvertrauen. Ich will nicht, dass die Erbauer zwischen uns stehen. Ich verliere noch das letzte bisschen an Augen. Wenn du schon gehen musst, gib mir wenigstens einen Abschiedskuss. Von ganzem Herzen. E. Was war bei dir jetzt los? Ich hatte ein bisschen Beef. Ich suche dich eigentlich, aber ich weiß nicht, wo du hin bist. Ja, dieses Blutding da im Haus bin ich. Hey, ich sehe dich doch. Also deinen Namen sehe ich. Da. Warte, ich spring mal da hoch. Da hier, guck. Guck. Bist du denn? Da unten war ich. Ja, und dann irgendwo musst du hier reinkommen. Ich glaube rechts rum, genau. Da und irgendwo geht's dann rein und dann kommst du da hinten rum und dann geht's die Treppen hoch und dann. So. Und dann kommt dann irgendwo der Butterstampfer. Warte, nee, hier, warte, ich komm, ich hol dich. Hier, komm mal her. Zurück. Also du hast was anderes, aber hier war der Eingang. Wo bist du denn? Ja, wieder zurück. Wo bist du denn?
Mädel. Hier, komm her. Besonders oben, es war halt schon krass, erst dieser Brief und dann noch, wie der halt gestorben ist. Also, und das da, das meine ich, Butterstamm, ja, oder? Irgend so ja. Schon, gell? Genau. Und dann gehst du da vorbei. Nee, hier, die Treppe hoch, Entschuldigung. Ich war jetzt auch noch nicht so oft hier. Hier, da oben. Und das meine ich hier, die, da rechts, der am Tisch. Krass, gell? Warst du total so, ne? Also, ganz ehrlich. Hey! Nee, ganz ehrlich. Ich zeig dir, was wirklich emotional ist und du... Doch. Glaubst du? Doch, ich bin sehr tief berührt gewesen. Ja, ja. So, was ist hier? Hast du eigentlich das da schon vorgelesen, hier? Weiß ich nicht. Was ist denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon so viel vorgelesen. Doch, ja. Ich glaube schon, ja. Siehst du? Der Lesestrumpf. Ja. Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste, um zu blocken. Ein gut getimter Block wird den Angriff parieren. Aber mit dem Schwert kann man auch blocken. Rechte Maustaste geht blocken. Ah. Daran habe ich natürlich im Kampf nicht gedacht. Ich hatte ja auch Probleme mit den Bienen. Danke. Oh, das sind Bienen. Hau ab! Wo sind Bienen? Wo sind Bienen? Ich sehe keine Bienen. Ich hab Maiskolben. Ach, da sind wir wieder. Da sehe ich doch unsere schöne Blockhütte. Und da sind wir hergekommen, oder? Falls du fällst, da warst du in deinem letzten Besuch ein Leuchtfeuer. Okay. Ich habe rohes Fleisch gefunden. Oh, ja, ne? Schwolf. Oh, da ist noch ein Wolf. Waren wir da schon drin? Ne? Ja, ich glaube, da waren wir schon drin. Was liegt da? Ist wieder Miasma drin. Ja, aber da waren wir schon. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt erst. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, dass es eine Frage war. Achso, nee, alles in Ordnung. Ich kann ja, wir können ja irgendwie so, wenn ich was singe, dann ist es eine Frage. Dann ist es vielleicht, wenn ich besser zu. Oh, das ist ein Gegner, Gegner. Wollen wir den? Punkte, Punkte. XP, komm. Der ja, schaut mich gerade nicht her. Sehr gut. Geht doch. Ich schau's an, sie nimmt's raus, habt ihr das gesehen? Ich kann gar nicht so schnell wie sie. Die Happy Triggerfinger. Ja. Den musste ich mir aneignen hier. So. Ein Schild wäre halt nicht schlecht, ne? Aber. Bandage, Lagerfeuer, Spitzhacke. Schau mal, wie die Spitzhacke. Dann können wir Stein, aber das ist so nur ein Schild! Holzscheite, Garn. 6 Holzscheite, 1 Garn. Gibt's ein Schild? Sechs Holzscheite und 1 Garn. Warte, Garn kann ich machen. Schilde. Herstellen. Ist es nicht das Beste, aber ich habe wenigstens ein Schild. Warum machst du keinen Bogen eigentlich, wenn du schon sagst, du bist eher einer Fernkampf? Ja, Du kannst halt keine Pfeile herstellen. Achso, ja, das ist doof. Und nur zu warten, also ne, wenn du, bis du die findest. Ist halt irgendwie blöd, ne? Stimmt. So, weil mein Ding hat jetzt auch nicht so viel gebracht, mein Magierstab hier. Sehr schön. Ich wollte auch eins herstellen. Kann ich noch irgendwo vielleicht. Klamotten wären halt noch gut.
Aber es ist nur Rüstung, Lumpen. Toll. Naja, wahrscheinlich besser als nichts, ne? Brauche ich denn da? 3 Garn, 4 Stofffetzen. Hubala! Gott. Gleich mal die Truhen kaputtgeschlagen. 3 Garn und 4 Stofffetzen brauche ich jetzt noch. Haben wir noch 4 Stofffetzen? Nee, oder? Doch, müsste glaube ich. Hammer, noch. Hammer. Cool. Dann kann ich nämlich wieder so Lumpending machen, wenigstens. Kann man hier aus denen da Stoff kriegen? Schaf. Oh Mann. Oh, guck mal. Lesestrumpf, ich hab was gefunden. Warte, ich habe mir gerade ein Oberteil angezogen. Wo bist du denn? Hinten? Hier hinten. Ach so, ja, ich sehe schon. Ich habe jetzt gerade was angezogen. Endlich ist meine Brust bedeckt. Na, Gott sei Dank. Wie meinst du das jetzt? Na, weil du ja so rumgejammert hast. Ja, weil es gezogen hat. Es hat so geprickelt in meine Bauchnabel. Komm ich da hoch? Achso. Ich finde es toll, dass wir Sachen finden, die in der Reihenfolge sind zum Lesen. Dadurch kommen wir richtig gut in die Story rein. Krieg! Leuchtenstein ist gefallen. König Gormandor ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens Vorgoth. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen säen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt keinen drinnen. Wir müssen standhalten, Balthasar. Sehr schön. Aber jetzt sind wir noch gewappnet, jetzt können wir doch wieder mal unser Zeug holen, oder? Wo wir gestorben sind, nicht? Mhm. Ja, wir können ja blocken jetzt. Und ich habe ein T-Shirt. Ja, schön. Ich glaube noch nicht, dass wir so ganz so... Waren die nicht auch 3 von der Stufe? Das sind nur Zahlen. Mhm. Hat man gesehen, wie diese Zahlen und denen ihre Waffen aus uns kleinen Hackfleisch geschnetzeltes gemacht haben. Ich wollte so ein Schaf mal killen, ob das Stoff gibt, aber... Aber? Schaf ist leider den Abhang runtergefallen. Ich sag mal. Ja. Blöd gelaufen. Blöd fürs Schaffen, ne? Ja. Ach, hier sind wir ja hergekommen. Na, ich hab... Da kriegst du Tierfell. Hm. Alles hier nicht sehr erschwinglich jetzt. Oh, Schaf. Ach, guck mal, hier ist irgendwas. Da kann man hoch. Kann man da was machen? Hm. Oh, hier kann man auch nochmal hoch. Loot.
Ein Loot, der tut gut. Ein gefährlich erkannter Greifhaken. Ach so. Ach, wir brauchen den Greifhaken. Was brauchen wir denn eigentlich für den Greifhaken? Aha. Drei Pilze gebraten. Was? Drei gebratene Pilze für einen Greifhaken? Nein, ich habe drei Pilze gebraten. Ach. Sag mal. Ich frage, was braucht man eigentlich für den Greifhaken? Du sagst drei Pilze gebraten. So, gegrilltes Wolfsfleisch jetzt. Endlich hat was essen geklappt. Muss ich auch noch machen. Also für den braucht man auch Metallschrott, Garn und Mima-Sporen irgendwas. Hier, ja, die Sporen haben wir. Mensch. Also ich bin voller Power. Also meines Erachtens, ich würde es nochmal probieren. Na, danke mal. Komm. Bisschen Action hier. Also ihr werdet gleich sehen, wie wir wieder sterben. Ja, genau deswegen schauen sie ja zu. Oder, liebe Leute? Oh, ein Wolf. Nee, komm. Ja. Und du kämpfst gegen Wolf, ne? Nein. Ah, ne. Ah, ne. Weil die Musik so war. Was sind das eigentlich für Dinger hier? Die haben voll die süßen Ohren. Ja, jetzt sind sie tot. Toll. Oh, ein Wolf greift mich an. Ist die Rache dafür, Strumpf? Alter Falter. Ja, nimm's Tierfell, danke. Ich nehme fürs rohe Fleisch. Und das rohe Fleisch. Ich finde, die Bücher, die man gelesen hat, die sollten dann nicht mehr da sein. So leuchten, ja, oder da sein. Das, sonst blickt man da überhaupt nicht mehr durch. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Oh, Gegner, hinter dir! Ich wollte doch nur fluten. Eieieiei. Oh, ich habe jetzt auch einen Ring gefunden. Ja, ich habe es gesehen. Also, ich habe ihn gesehen, dann war er weg. Ja, du hast ja schon einen Ring. Darf ich auch mal einen Ring haben? Wie legt man den an? Okay, ich habe. Oh, kleine Truhe bei Werkbank habe ich freigeschaltet. Sehr schön. Weil wir irgendwelche Sachen da gelootet haben. Da ist noch was. Oh, nee, nein! Oh, ich geh schon wieder rein, ich Depp. Woher sage ich es noch? Und warum, weil ich es kann? Also nicht mal blaue Dinger essen, damit du auch mal voll bist von deiner Energie. Was ist das hier? Oh, Äste? Explosives Schub. Kaputt. Jetzt schubst du mich auch noch runter hier. Ey, sag mal. Ey, sag mal. Komm her. Ich hab keine Au... Ich bin... Warte, ich brauche jetzt Energie jetzt. Oh Gott, ey, ich hab schon. Ich komm nicht hoch, ich muss warten, bis es. Nein, das war nicht ganz so dicht. Ja, das hatte ich vorhin auch, da musst du voll lang warten. Jetzt wird's wieder dunkel, ey. Ich gehe schon mal zur Brücke, dann kannst du zum Zelt dann gehen, dann können wir wieder schlafen. Ja, stimmt, ja. Ich bin am Bett. Oh!
Ich kann nicht schlafen. Ich habe Gefahr im Verzug. Wo ist denn der Typ? Ich habe Gefahr im Verzug. Da ist er. Ich habe Gefahr im Verzug. Ich bin die Biene und ich kann das. Kriegen wir eigentlich die Levelaufstiege gemeinsam oder ich? Es ist schon wieder hell, oder? Aber oh, gut. Hast du nicht geschlafen? Nee, ich musste kämpfen. Dafür habe ich Metallschrott. Toll. So. Aber ich bin ein bisschen ausgeruht. Wie ging es denn da lang? Hier. Ich hoffe, dass der andere jetzt, der von den Bienen getötet ist, nicht wieder zurück ist. Die sind wahrscheinlich alle wieder zurück. Warte. Ja, ich sehe ihn Crouch. Schon. Der zeigt zu dem Feuer da warum? Das Licht, meine ich. Aufsammeln. Alter! Ist das unser Zeug? Wahrscheinlich. Eine habe ich komplett gemacht. Das ist unser Zeug, ja, Tatsache. So, Fische können dich verbergen. Ja, schön. So, wir müssen irgendwie taktisch machen. Mhm, denn taktisch war auch gerade ganz toll. Warum? Wieso gerade? Vorhin, wo du auch gesagt hast, taktisch. Dann habe ich angegriffen und bin gestorben. Ich komme von links, du von rechts. Kannst du da um diesen Holzverschlag da gehen? Was rechts? Hier drumrum? Ja, und ich komme von links dann, dass wir nicht von der gleichen Seite kommen. Da ist übrigens noch einer, ne? Ja, ja. Da, mit Blocken, kein Problem. Oh, warte, warte, der andere kommt. Ja, schlag ruhig auf mich, dann hat Bina Zeit. Schau es dir an. Gesagt, das kriegen wir hin. Ausrüstung. Aber ich bin schon ein bisschen, Ich habe meine Ausrüstung repariert, die kannst du am Amboss. Wo? Von dir da gleich am Amboss, ja. Ich esse auch was, dann bin ich wieder voll. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Um dann gleich wieder den nächsten Gegner an der Backe zu haben. Oh, da vorne kann ich lesen. Oh, das sind wieder diese komischen Kokons, wo wir aufgewacht sind. Mhm. So, lesen. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutze, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz. Dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie sich uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Seelenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhinge. Und das tut es wohl auch. Balthasar. Also wir kamen aus so einem Seelenkessel. Genau, Seelenkessel. Guck mal, okay. Da kann man hochgehen. Ja, 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 ich bin hinter dir. Ich folge dir unauffällig. Hey! Was machst du seitlich? Du hast mich weggeschoben. Hab ich nicht, ich war hinter dir! Da ist er plötzlich neben der Leiter. Also, ein kleiner Houdini hier. Ah, ich kann wieder lesen. Du lootest, ich lese, ne? Eureka! Beide Nabauern, ich habe es geschafft. Equilibrium. Das Subjekt verwest nicht, unberührt von unerbittlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar. Ach, mal wieder Balthasar. Scheiße, hätte ich anders reden müssen. Egal. Also wir wurden schockgefroren. Zu leid, auf Eis zu gelegt. Leben, ne? Nee. So, komm, wir gehen jetzt rein. Wir werden eh gleich wieder sterben anscheinend. Krypta der Bauer Schmied. Oh Gott. Da ist schon einer. Oh ja, da ist schon einer. Ja, aber wir können ja blocken und so. Kein Thema, komm. Machen wir wieder so, genau. Jetzt greif an. Oh, der hat einen ganz schönen Rundumschlag. Greif an.
Hallo? Oh mein Gott, ich hab das Schwert nicht ausgehört. Entschuldigung. Renn da weg? Ach, ja, weil ich hab irgendwas ausgewählt, aber nicht. Ja, warum gucke ich überhaupt drauf, wenn du sowieso alles lootest? Ich lese mal wieder. Wage dich hinaus, es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise. Oh, warte mal. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Gerade erst gesehen, dass es wieder bald der war. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthasar. So, wo sind die anderen? Keine Ahnung. Überlebenden aufwecken. Kopfbomb. Oswald Anders, der Schmied. Oswald Anders, der Schmied. Das ist wie Peter Gleich, der Schreiner. Oswald also Anders. Wir haben jetzt irgendeinen Beschwörungsstab irgendwas freigeschaltet. Nein, lass mich! Ich mach gleich zu, hör auf! Ich kann nur die Tür schließen. Ich bin nervös. Jetzt Strumpf mach halt. Ich hab keinen Dietrich! Mach du! Ich hab keinen Dietrich. Ich hab auch keinen Dietrich. Oh Mann. Bürger Lars. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du deine Karte mit M öffnen, um mit Hilfe der Schnellreise nach zu Hause zurückzukehren. Rufe die Karte auf und wähle dein Zuhause aus. Ist das jetzt die Quest? Bist du schon weg oder wie? Nee, ich bin noch da. Nee, ich bin noch da. Und red nicht so, du stinkst. Und wo ist der jetzt? Der Herr Schmied? Das, keine Ahnung. Map? Vielleicht finde den Schlafenden. Ach, warte mal. Aber das haben wir doch jetzt eigentlich gemacht. Oder ist der jetzt woanders hin? Vielleicht ist der bei uns zu Hause. Der sagt ja, wir sollen zurückgehen. Schnellreise. Ach so. Na dann teleporten wir und uns mal nach Hause. Ja? Aber wie geht denn das? Auf Zuhause und Schnellreise drücken. Aber wo ist denn Zuhause? Na, auf der Karte. Ach, tschüss. Zuhause, Schnellreise. Tschüss. Unglaublich. Hier ist kein Schmied. Oder liegt der im Bettchen? Soll denn ein Schmied im Bett? Na, vielleicht war er müde von dem vielen Schlafen in seiner Seele. Aber hier ist irgendwas. Guck mal. Ah, hier. Der Überlegene wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn auch einfachen Zweigen herstellen. Also wir brauchen einen Beschwörungsstab. Wo macht man den hier? Baugerüst? Ne, Geschirr, Zäune, Fenster, Türen? Wahrscheinlich einfach nur über das Baumenü. Handwerk? Beschwörungsstab. Ich kann sogar einen machen. Herstellen. Habe ich. Na dann. Und wo soll ich den jetzt hinlegen? Das sollst du auswählen. Rucksack. Da, Beschwörungsstab. Achso, da ist schon drin. Warte. Habe ich. Charakter platzieren. Hä? Was? Achso, Tabulator. Achso, jetzt hat. Wo soll ich denn hinsetzen? Stellen. Naja, irgendwo hin. Der wird sich ja bewegen, oder? Will er nicht keine wie Ahnung. So ein Zinnsoldat da stehen bleiben? Ich tue den lieber rüber. Wenn er sich nicht bewegt, dann müssen wir da die Schmiede hinmachen. Bumm. Da ist er. Guck! Er ist unser Schmied. Den haben wir befreit. Mit dem können wir reden. Sprechen. Really? Right now? Kannst du auch reden? Ja. Herstellung der ersten Ausrüstung. Das klingt ja schon mal gut. Oh, jetzt braucht er so eine Schmiedegedödel. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an. Schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenblut? Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Hey! Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule. Herzustellen wäre ein guter Anfang. Ja, dann mach mal. Herstellen. Nee, wir müssen dem erst eine Schmiede bauen. Und wir müssen dem erst mal einen Brennofen bauen. Was sagt jetzt die Flamme? Die Flamme? Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiten nach mehr Schlafenden der Überlebenden. Okay. Wir müssen jetzt erstmal dem Herrn Schmied ausrüsten.
Haben wir 20 Steine im Inventar? Also für 20 ja, können wir schon mal was Menge, bauen. Jede Menge. Ich habe so viel Stein gesammelt. Ja. Okay, für Stein kann ich ihm jetzt schon mal einen... Aber aufpassen, es sind nicht nur richtige Steine, es sind auch Nierensteine dabei und Gallensteine und sowas. Nicht, dass da die Schmiede anders ist. Nächstes Mal ein Witz, komm. Wieso hat er drei Punkte? Herstellen, mach mal. Mach doch eine Schmiede auch so. Ja, ich kann jetzt erstmal nur einen Brennofen herstellen. Dann stellen wir den hier irgendwo hin. Kann man ja immer noch umstellen. Genau, perfekt. Ein Fallgrump. Was kann man jetzt nochmal herstellen? Platziere Gegenstände aus deinem Inventar hier, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Hier kannst du den Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar der Produktionsstätte voll ist. Hier kannst du zwischen Rezepten wechseln, die du für diese Produktionsstätte freigeschaltet hast. Kohle kann man hier machen. Okay. Ich bin endlich wieder da, der bescheidene Schmied zu deinen Diensten. Dann wollen wir doch mal ordentlich ausstatten. Ja, ja. Was ist denn das? Schmied, brauchen wir 30 Steine. 10 Metallschrott und 10 Kohle. 10 Kohle. Was brauchen wir für Kohle? Ach, jetzt kann ich mir auch mal ein paar Lumpen herstellen. Wahrscheinlich Holz, ne? Docke die Produktionsstätte auf. Entstanden in einem Hochtemperatur. Verbranntes Holz vermischt mit Sauerstoff ergibt ein praktisches, leicht entzündliches Material. Nutze es, um die. Ach, Erde! Wo soll ich denn jetzt Erde herbekommen? Erde! Who the fuck ist Erde? Hast du gesehen, dass du dir auch noch andere Klamotten, also nicht nur ein Hemdchen, sondern auch... Ja, auch Hose zerrissene Stiefel, ja. Oh, warte mal, ich kann sogar... Ich mach mal gleich die Hose. Ach, das ist da schon. Ah, das schon. Hat er schon an. Erde. Für Erde brauche ich doch irgendwie so eine Schaufel oder sowas, oder? Holz, Lagerfeuer, Spackel, Dietrich kann man machen, damit wir die eine Kiste aufbekommen. Könnte sogar eine machen, aber warum Metallschrott, so eine Kacke. Wir haben Metallschrott, aber den würde ich eigentlich lieber für die Schmiede benutzen. Ja, meine Frage ist gerade bezüglich Erde. Wir brauchen für die Kohle Erde, oder? Holz habe ich alles reingelegt, was ich hatte, aber... Steht drin, wir brauchen noch Erde. Wo kriegt man denn Erde her? Ich persönlich frag mich, warte mal, da vorne in dieser komischen Ruine, da waren so komische Haufen. Kann man da irgendwie die Erde mitnehmen? Warte mal kurz. Das da, ist das Erde? Vielleicht kann man das mit einer Spitzhacke und beim Abbauen kommt dann Erde mit raus bei Steinen oder so. Spitzhacke, was brauchen wir denn? Brauche ich noch Äste? Ich brauche noch Äste. Äste! Äste! Ich will Äste. Das wäre doch einfach das Beste. Äste, so. Spitzhacke. Spitzhacke herstellen. Inventar. Rucksack. Spitzhacke tue ich mal dahin. So. Kann man auch einfach auf den Boden hacken? Ja, du kannst einfach auf den Boden hacken und dann kriegst du Erde. Oh, Erde! Setze ein Zeichen. Baue zum ersten Mal von Terrain ab. Terrain! Entschuldigung. So. Jetzt Benjamin, aber. Benjamin, du kleiner teure Pfand. So. Kohle kriegen wir.
Was brauchen wir noch für die Schmiede? Kohle, Holzscheite, Metallschrott und Stein. Oh Gott, wir sind von der Zeit drüber. Ja. Hat den einen Baum fertig noch? Metallschrott 10. Haben wir überhaupt 10? Upsi. Ich hab 5. Ich habe meinen schon weggepackt. Ich habe 7. Das passt. Okay, dann passt dann. Ja, nochmal 10. Dann tue ich die anderen 5 von mir noch rein. Holzscheit habe ich auch gesammelt. Nägel. Holzschrott pack ich mal auch hier rein. So, schau mal. Ist da drin Holzschrott? Holzschrott? Also Metall-Dingsbums da. Wo du gesagt hast, du hast 7, ich hab 5. Metallschrott brauchst du, hast du gesagt. Ja. Da sind noch 5 drin. Genau, jetzt sind sie weg. Stein. Was braucht man noch? Oh Gott, ey. Ein Gedächtnis wie ein Sieb. Was? Wir brauchen ein Gedächtnis wie ein Sieb, okay? Nein, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Kohle und Holzscheite. Habe ich? Stein? Ja. Okay. Ja. Was brauchen wir jetzt noch? Was brauchst du? Kohle. Dauert aber, ne? Kohle dauert, genau. Und Holzscheite brauche ich noch. Holzscheite? Immer mit. Na, haben wir, glaube ich, doch noch, oder? Ja, trotzdem, wir brauchen bestimmt wieder mal Holzscheite. Was machst du gerade? Das hört sich gerade an, als würdest du irgendwie. Holzscheite. Achso. Ich hacke. Legst du die mit der Tastatur oder? Was? Nö, mit der Maus drücke ich. So. Harz habe ich auch wieder. Ach ja. So, was macht doch hier unsere Kohle, Herr Handwerker? Weiß nicht. Wir sind drüber. Komm, unter 40 Minuten, da muss die Schmiede stehen. 1,44 scheint es noch zu dauern. Ja, okay, 1,44 passt schon, wir sind unter 40. Dann schaue ich mal in der Zwischenzeit weiter nach, was weiß ich. Gott, wenn du Kisten kaputt schlägst, kriegst du auch was. Echt? Ja. Oder diese komischen Zäune. Kommt auch alles, alles wird kaputt gemacht. Ja, mal schauen, was kaputt geht. Tatsache. Kriegst du Holzscheite. Okay. Und dann müssen wir eine Stachelkeule fürs nächste Mal, für den vierten Part, eine Stachelkeule oder ein derbes Schwert. Also ich nehme das derbe Schwert, nimmst du die Stachelkeule. Ich glaube, das passt gut zu uns. Ja, yeah. Danke. Weißt du doch, immer. Ich bin ein Romantiker. Ja. Na, warte, du. Herr Schmied, hast du deine Waffe vergessen? Ich warte, du musst doch zurückschlagen können. Die Welt da draußen ist gefährlich. Ach was, echt jetzt? Hätte ich nicht gedacht. Ist ja noch nie gestorben bis jetzt. Nee, ist uns gar nicht aufgefallen. Das war voll der Spaziergang bis jetzt. Voll der Kindergeburtstag. Aber hallo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ja, nun? Wo ist jetzt die Kohle? Ah, hier. Ich hab sie. Super. Holzsäure können wir jetzt herstellen. Unter Kohle brennen. So, jetzt die Schmiede. Also, Leute. Jetzt aber.
Kämpferhelm! Boah, jetzt geht's ab. Rezept freigeschaltet. So, kriegt jetzt hier seine Schmiede. So, kann ich nur so hinstellen. Naja, kriegt das so. Perfekt. Jetzt geht's natürlich los, ne? Ja, ja, da kommt der Metallschrott wieder und die Kohle. Kohle kann ich schon mal reinpacken. Fellrüstungsset. Stofffetzen, Tierfell und Garn. Krieg ich eine Haube? Oh, die nehme ich gleich mal. So. Break a leg. Oh, several. Bin ich nicht schnieke, hä? Ich hab noch eine Haube hier. Wahnsinn. So schön wie der Sonnenuntergang auf dem Mond. Okay. Wunderbar. Gut, jetzt haben wir es. 40 Minuten, wir müssen aufhören. Ja, ich will noch schnell das Zeug wegtun. Sonst vergesse ich, dass ich mag das nicht im Inventar haben. So. Ready. Ready, ready. Gut. Das war Part 3 von Enshrouded. Also ich für mich kann sagen, es macht richtig viel Spaß. Es ist ein tolles Spiel, haben sie toll gemacht. Ja. Und man muss ja noch sagen, es ist Early Access, also es kommt echt noch einiges dazu. Und wir sind wieder dabei, bis wahrscheinlich so lange wie bei Sunkland, wenn es dann plötzlich heißt, wir haben ein Update gemacht, ihr könnt den alten Spielstand nicht mehr laden. Dann spielen wir was anderes. Ich würde sagen, als nächstes, weil das Spiel kam vor längerer Zeit raus, ich würde sagen, spielen wir Tetris. Das wäre, also ich glaube, da kommt kein Update mehr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. So, ciao. Da lassen. Tschüss. Tschüss. Ciao.